bin Silvia, ich komme aus Bremen und ich bin Gewerkschaftssekretärin. Ich bin zu Verdi gekommen durch meine Arbeit im Einzelhandel. Ich habe damals in einer Zara-Filiale gearbeitet und durch eine Betriebsratsgründung gemeinsam mit zwei Kolleginnen wurde mein Engagement plötzlich befeuert und ich habe meine Leidenschaft für die gewerkschaftliche, für die solidarische Arbeit gefunden. Ich bin konkret zuständig in der Verdi für zwei unterschiedliche Themenpunkte. Einmal habe ich einen Schwerpunkt Betrieb im TVÖD für den öffentlichen Dienst und einen weiteren Betrieb, die BSAG. Das ist der größte Nahverkehrsbetrieb hier in Bremen, sprich für den Bereich Nahverkehr. Im Hinblick auf das vergangene Jahr mit der Corona-Pandemie haben wir als Gewerkschaft sehr viele unterschiedliche Aktionsformen entdecken müssen. Wir sind erfinderisch geworden, wir mussten erfinderisch werden. Gemeinsam mit den Beschäftigten haben wir uns alternative Aktionsformen ausgesucht, weil große Streikplanung ging nicht. Wir haben aber auch gesehen, dass diese mit und bei den Beschäftigten sehr gut angekommen sind. Beispielsweise gab es viele dezentrale Streikaktionen. Wir haben Menschenketten gemacht mit Abstand, das war gewaltig. Zur vergangenen Runde im TVÖD in Bremerhaven beispielsweise. Das war eine hunderte Meter lange Menschenkette, wirklich unvorstellbar. Und das Bild werde ich tatsächlich nie vergessen, dort mit den Beschäftigten gestanden zu haben auf der Brücke und dann einfach diesen Rundumblick gehabt zu haben. Und das war auch unfassbar ermächtigend und ein Gefühl der gelebten Solidarität zu sehen, wie viele es tatsächlich sind, die für mehr Lohn, für bessere Arbeitsbedingungen und vor allem auch für mehr Respekt am Arbeitsplatz auf die Straße gehen. Werkverträge und Leiharbeit sind meiner Meinung nach die purste Form der Ausbeutung, die wir heutzutage erleben. Der derzeitige Mindestlohn ist nicht ausreichend. Der Mindestlohn reicht nicht zum Leben und mit Hinblick auf die Rente bedeutet es für viele Beschäftigte nur eine Altersarmut.